So, hier befinden wir uns. Wir gehen jetzt mal nach hier vorne. Dahin. Zu diesem Adlerhorst. Aussichtspunkt. Da würden wir jetzt mal hinleiten. Das heißt, wir müssen hier über die Brücke. Und hier von den Felsen muss dann ein Adlerhorst kommen. Canyon Cay sind wir jetzt. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Diese Jagdgebiete, die haben meist komischen oder von der Patrouillen Blitten. Aber ich denke, die werden wir einfach mal hops nehmen. Ich würde sagen, die lassen wir nicht hier einfach frei durch die Prairie laufen. Die werden wir down machen. Nice, diesmal ein bisschen besser, Connor, wie eben gegen diese Siedler. Das war gar nicht so gut. Zack. Ah. Na ja, dann freu dich mit Cooler Keks. Zack. Ah. So viel zu dem Thema. Können wir auch mal wieder ein bisschen plündern. Fünf Wachsoldaten der Briten. Soldaten, oder Majestät? 15. So, 14. Das lohnt sich doch. Vielleicht nehmen wir auch gerade mal die Muskete mit. Steck die Waffe weg. Okay, das ist unser. Jetzt weiß ich aber nicht, wo unser Pferd hin ist. Das ist jetzt gerade verabscheut. So, hier vorne muss irgendwo ein Händler sein. Ja, wir fahren der Händler, den werden wir jetzt mal anhalten. Hopp! Zack. Bleib doch mal stehen, Junge. Ich möchte gern Handel betreiben. Na, verkaufen wollen wir jetzt gerade nichts, aber was kaufen. Verbrauchsmaterial, Pfeile, Munition. Pfeile hört sich auch gut an. Pfeile kosten 10. 1. 2. Giftpfeile kaufen erstmal nicht. Das lassen wir dann erstmal mal. Dankeschön für den Kauf. Ja, das glaube ich dir, dass der Schinken in der Frau gut ist. Was tust du? Peace Hills befinden wir uns jetzt in dem Jagdrevier. Und ich wundere mich ehrlich gesagt immer noch, dass hier kein Adlerhorst angezeigt wird. Das heißt, ich habe immer auf der Karte auf den Vätern entdeckt. Ach, ich bin ganz woanders lang gelaufen. Aber hier rechts von uns muss was sein. Wir laufen jetzt mal mitten ins Revier rein. Mitten in die Pampa, wie man so schön sagt. Ist ein Wolf irgendwo. Ah, da ist ein Bär. Ah, da hinten ist noch einer. Na, möchtest du noch mal Wolf? Analysieren. Kann man jetzt Bären aufdecken oder ein Wolf. Ist noch mal so ein Hinweis? Ja, man. Ja, kein Hinweis, hier kann ein bisschen mehr Tiere ausschlachten. Fälle sammeln. Reagiert halt so komisch in meinem Spiel. Halt. Ich kann ja immer die Waffen fallen lässt, wenn man was nicht hier ausweitet oder so. So. Ah, das war sogar eine Quest. Sollen wir mal gucken, wo wir den Bär hier freigeschaltet haben. Den Wolf meine ich.
Tot. Na klasse. Oh, wie viel? Really? Nein. Ah, kann ich wahr sein, Great Hills, ne? So, wir reisen jetzt nach Boston. Wie schneller als das System. Ich bin jetzt gerade überlegt. Und irgendwie habe ich halt echt kein Händchen mehr. Ja, dann komm, aufsitzen. Nach Boston reisen. Akzeptieren. So, Connor, dann bitten wir uns den nächsten Auftrag. Das ist ein Auftragsmord. Würde ich sagen. Komm schon, komm schon. Oh oh. Wir müssen hier das feindliche Lager. Ich hab die einfach so lang können, ohne dass wir angegriffen werden. Versuchen wir einfach mal. Sind wir wieder an einem feindlichen Vor unterwegs. Na, scheinbar greifen die Briten uns nicht an. Ah, wir sind wieder in Boston. Das ist ein Hintereingang sozusagen. Wir sind in einem kleinen Vorort der Stadt. Beziehungsweise hier vorne sind schon die ersten paar Dörferchen. Ein paar kleine Gebäude. Erinnert ihr euch noch mehr an dieses Kornfeld von Anfang? Wir haben ja auch schon mal gekämpft. Von Dächern standen überall Milizeinheiten. Beziehungsweise Banditen. Tja, dann halten wir erstmal zu dem nächsten Ausrufezeichen und kümmern uns um den Auftrag. Galopp, galopp. Müssen wir schön aufpassen, dass wir keine von den Patrouillen angreifen. Aber erstmal würden wir uns hier den Aussichtspunkt crappen. Und dazu müssen wir dieses Gebäude hochklettern. Also machen wir das jetzt mal eben schnell. Warum kreist schon der Adler über dem Aussichtspunkt? So. Das Bulleye mal hochklettern. Hier noch den Landbaukasten mitnehmen. Und dann ganz nach oben. Corner. Sehr schön. Ein Stückchen nach, haben auch den Aussichtspunkt geklommen. Genießen kurz die Aussicht. Oh. Und wollen wir uns dann wieder auf den Weg machen zu unserem nächsten Ziel. So, jetzt suchen wir uns eine geeignete, schnelle Stelle für den Todessprung und pop! Hui! Ab dafür. Und links von uns wieder so ein Würfelspiel, aber wie gesagt, das ist nicht so meins, ich mache das nicht so gerne. So, hier müssen wir aufpassen, dass die Wachen uns nicht aktivieren. Muss nicht so unbedingt sein. Da bin ich ja mal gespannt. Da hinten liegt die markierte Stelle. Ich würde mir das eben schon mal auf die Karte anschauen, wie weit das noch weg ist. Ah, es ist mitten in der Pampa, in der Nähe vom Hafen, da wo die Codex-Seiten liegen. Das gefällt mir gar nicht. Das habe ich übrigens immer noch nicht hinbekommen in den Codex-Seiten. Also wenn ihr da irgendwie einen Tipp oder einen Trick habt, dass die Seiten nicht so schnell wegfliegen oder dass man die irgendwie schnell einsammeln muss oder dass es da einen Trick gibt, dann lasst es mich doch bitte wissen, schreibt es in die Kommentarbox, würde mich super freuen, weil ich bin jetzt schon ein paar Mal an solchen Codex-Seiten vorbeigelaufen, beziehungsweise immer wenn ich versucht habe, eine zu jagen, dann war sie in kürzester Zeit verschwunden wieder. Da muss es ja irgendeinen Trick geben, scheinbar. Weil ich bin einfach nur zu langsam dafür, ich weiß es nicht. Aber wenn ihr eine Idee habt, dann könnt ihr mir das ja einfach in die Kommentarbox schreiben. Wäre echt cool. So, können wir uns erstmal wieder hier das nächste Ausrufezeichen auf der Map. Oh, da hinten stehen die ganzen Schiffe von den Plätten, ey. Alles voll. Bevor uns die Wache hier links wieder ancrappt, lassen wir die einfach mal links liegen. Gehen wir nicht über die Dächer, sonst sagt der wieder runter hier. So. Na ihr beiden, was macht ihr hier? Hübsches? Hier zum Beispiel ist noch eine Codex-Seite irgendwo. Okay. Connor kann ich hier hochklettern. Das wundert mich jetzt. Na,
mir schon gedacht, dass jetzt wieder die bösen Wachsoldaten uns einen Stich durch die Rechnung machen, wie man so schön sagt. Hier vorne ist auch wieder eine Codex-Seite. Hier oben irgendwo Almanachen. Ich weiß nicht, wie ich da rankommen soll. Ich weiß nicht, wie man die einsammelt. Bin echt zu doof für. Bin ich ehrlich zu. Nehme ich schon wieder eine Wache, das kann ich schon wieder knicken. Ich will dann sofort angreifen. Ah, da vorne ist einer noch sein. Lass dich fallen. Lass dich fallen, Connor. Lass dich doch fallen. Nein. Ach komm, ey. Naja, gehen wir erstmal hier zu Dingens, hier zu unserem Informanten. Auf schauen uns ein Spur. Jedoch müsst auch ihr meine starten wir erstmal die Mission. Ah, Connor. Sei gegrüßt. Was führt dich nach Boston? Du. Entschuldigt ihr uns bitte, Freunde? Na klar. Gehen wir doch. Dank dir. Diese Unterhaltung wurde langsam unangenehm. Nun, was kann ich für dich tun? Ich hoffe, du hilfst mir bei der Suche nach William Johnson. Natürlich. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit Männern, die dir helfen können. Warum kommst du nicht mit? Aber es ist schwer, tapfer zu sein. Ja, gerne doch. Es ist schön zu sehen, dass die Menschen sich endlich gegen das Unrecht erheben. Sagt ein Mann, der eine Sklaven besetzt. Ach, er hat einen Sklaven? Sorry? Ich stehe zu meinem Wort, mein Freund. Sie ist keine Sklavin, sondern eine freie Frau. Zumindest auf dem Papier. Manche Menschen ändern sich nicht so schnell. Es ist tragisch, dass wir trotz allen Fortschritts festhalten an dieser Barbarei. Dann sprich dich dagegen aus. Wir müssen zuerst unsere Rechte verteidigen. Ist dies geschehen, werden wir uns um diese Probleme kümmern. Hört sich gut an. Zu Deutsch. Amerika wird erst Amerika werden. Und wie wir es heute kennen, und dann kümmert man sich um die Sklaverei, bis man das abschafft. Hört sich sehr vernünftig an. Hey! Es ist mein Haus! Egal, was ihr Steuereintreiber sagt! Wenn diese Narren meinen Besitz wollen, sollen sie selber über den Teich segeln und ihn sich holen! Darüber wird nicht diskutiert! Jetzt öffne die Tür oder meine Männer werden sie einfällig!